Guten Morgen zusammen aus Westerholz an der Nordsee. Wir hatten uns entschieden, von Kappeln aus weiterzufahren, haben uns noch so einen Leuchtturm angeschaut. Da habt ihr ja dann auch mittlerweile schon ein kurzes Video zugesehen und sind jetzt unterwegs hier auf diesem Radweg, nachdem wir dort vorne übernachtet haben. Rechts in der Ecke sieht man ja das glänzende silberne Dach. Und bei dem Wetter, nachdem jetzt der Morgendunst abgezogen ist, haben wir uns überlegt, hier erstmal eine schöne Radtour entlang der Küste zu machen. Haben auch schon 10 Grad, das ist ganz okay. Daher, wenn ihr mögt, bleibt dran und begleitet uns. Hier dieses Ziegelsegel ist in Erinnerung gebaut worden an der über Jahre hinweg die Ziegel der Steensenschen Ziegelei, heutige Sonnholm, über eine Brücke auf Segelschiffe verladen wurden. Das Ziegelsegel wurde 2003 von der schwedischen Tonkünstlerin Lehm Olaf Jotti geschaffen. Und alles andere müsst ihr jetzt wieder ein Standbild machen. Das ist mir nämlich zu viel zum Lesen. Und hier sieht man mal wieder, es ist Platz in der kleinsten Hütte. Den hatten wir gestern schon mal gesehen und der ist innen sogar schön ausgebaut. An dem Stellplatz, wo wir jetzt übernachtet haben, sind gegenüber übrigens riesige Bäume, wo Hunderte, und das ist nicht übertrieben, Krähen drinnen nisten. Und mit den ersten Sonnenstrahlen ist das ein wahres Konzert, was sie da von sich geben. Wenn ich dran denke, werde ich am Rückweg da mal ganz kurz filmen noch, dass ihr das mal hört. Ist gewissermaßen auch Lärm, aber irgendwie, wenn man erstmal ein bisschen da ist, geht es. Und wenn man hier so lang radelt, kommen auch noch Campingplätze, war ja nicht anders zu erwarten. Das muss hier so. Und auch die kleinen Seebrücken, wo jetzt hier gerade ein Schiff angelegt hat. Jetzt sind wir schon im Hafen angekommen von Langballingnau. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgesprochen. Dort steht es aber auch nochmal auf dem Schild Langballigau oder Balligau, wie man es hier nachdem ausspricht. Dort legt gerade ein Schiff ab, was ich ja gerade von der Seite euch gezeigt hatte. Es ist echt herrlich, auch wenn man noch die ein oder andere Wolke sieht, aber kalt an den Finger beim Radeln ohne Handschuh. Und das schon Mitte April fast, aber trotzdem ein Wahnsinnsgenuss hier. Und jetzt geht es dann weiter hier runter, entlang dieser Mini-Promenade. Und hier mal ein kleines Denkmal von der Retter. Da sieht man auch, wie er jemanden Huckepack hat. Das ist einfach so herrlich, wenn man hier an diesen Küstenorten vorbeifährt, an diese kleinen Kanäle dazwischen manchmal. Da kommt richtig Urlaubsstimmung auf. Schaut mal hier. Ich muss immer aufpassen, wenn ich filme, dass ich auch noch ein bisschen auf den Straßenverkehr achte, weil irgendwann sitze ich sonst vorm Auto. Auch nicht gut. Und hier nochmal ein kleiner Blick entlang der Küste und auf der anderen Seite wieder der kleine Hafen. Wir haben uns jetzt gerade hier den Berg hochgequält und soll keiner sagen, an der Ostsee gibt es keine Berge. Doch, das geht schon deftig bergauf, auch wenn es kein Berg an dem Sinne ist. Aber die Belohnung sind dann oben solche schön redgedeckten Dächer. Ich wollte das mit den Krähen ja noch mal kurz aufnehmen. Ich hoffe, ihr hört das jetzt schon. Und die sitzen dort gegenüber in den Bäumen. So sollte man das, glaube ich, schon ganz gut erkennen können. Und wenn man da dabei ist, hat das schon ein paar Dezibel. Ich hoffe, dass ihr mich trotz des Gegenwinds noch gut versteht. Denn hier ist wieder so ein kleines, schönes Fleckchen, wo man übers Wasser gucken kann, draußen sitzen kann. Und zwar hier an der Gastronomie Strandgut. Tolles Fleckchen. Und in die Richtung kann man dann schön am Strand herlaufen. Schaut mal hier, wieder so ein redgedecktes Haus. Und dann sieht man zu beiden Seiten wunderbar dieses Wasser und in verschiedenen Farbtönen. Ich hoffe, das erkennt man so. Ich zoome noch mal ein bisschen.
Ja, also erkennt man es auf jeden Fall. Super schön. Und das nach dieser kurzen Steigung schon. Dort in dieser Windmühle und den Häuschen dahinter sind Apartments. Hier in Westerholz. Und nach getaner Arbeit gibt es jetzt erstmal Bratkartoffeln, Matjes Salat und ein Glas Rotwein. Und bei mir, für mich dann die glutenfreie Knoblauch-Zwiebel-Pizza mit Thunfisch. Und das mit dem Ausblick. Ich würde mal sagen, heute geht es uns richtig gut. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Denn das war's für heute. Macht's gut, euer Markus.